Cello, Abdi! Cello, Abdi! Ich sag Abdi, ihr sagt Cello, Abdi! Cello, Abdi! Cello! Yeah, Hamburg, ich feier euch! Gebt euch! Servus Hamburg, Cello 385, heute gebt euch bös. Assalamu alaikum, Johnny, Abdi Süd, Frankfurt, Hamburg, ihr wisst Bescheid, Leute. So, ihr seid jetzt hier zum ersten Mal so in Hamburg, oder? Das ist für mich Weltpremiere, dass ich in Hamburg bin, ja. Okay, ich war schon mal hier. Ja? Ja, Eintracht-Spiel. Eintracht gegen Hamburg. Okay. Dann habe ich hier ein paar Stunden auf dem Kiez verbracht, die Noten abgefuckt vom Burger King. Okay. Hamburg ist eine coole Stadt auf jeden Fall. Was für eine Erfahrung hattest du da mit diesen Noten? Also ich sage dir mal ganz ehrlich, wie es war. Ich habe die ganze Nacht lang abgefuckt, weil ich besoffen war. Ja. So geärgert oder wie man das auf gut Deutsch sagen kann, abgefuckt. Und am Ende wollte ich dann mit einer was machen. Die hat dann gesagt, nein, du bist zu asozial. Später habe ich im Nachhinein gehört, diese Frauen, die auf der Straße stehen, bumsen nur mit so älteren Leuten, weil die versuchen, die immer abzuzocken, ja, und so. Und die hat bei mir gesehen, halb Ratte, halb Fuchs, ich würde die rippen im Endeffekt. Ja. Trotzdem Hamburg, geile Stadt. Cool. Habt ihr irgendwelche Erwartungen jetzt an den Auftritt? Was habt ihr vor? Einfach die Bühne zu rocken, zersägen. Einfach alles zum Ausrasten bringen. Okay. Das ist unsere Mission. Die Mission ist zersägen. Mission. Genau. Ich habe mir gestern in Augsburg die Rippe gebrochen, auf der Aftershow-Party, bin dann in Kassel ins Krankenhaus eingeliefert worden, der Tourbus ist weitergefahren, ich bin zurück nach Frankfurt gefahren, aber auch wenn ich ein Bein verloren hätte, ich wäre heute hier in Hamburg, um auf die Bühne zu gehen, the show must go on, ihr wisst Bescheid alle. Ich bin vielleicht so seit 2 Jahren. Okay. Vorher kannte ich diese Webszene aus einem anderen Umfeld. Okay. Und jetzt bin ich selbst dabei. Und wie gesagt, für mich vielleicht nicht mal der 10. Auftritt. Also, gut. Aber von Auftritt zu Auftritt wird man besser. Und okay. Hat so das Gefühl dafür. Was für ein anderes Umfeld war das, über das du die Rap-Szene kanntest? Support. Supply Support. Über Support TV sozusagen. Also viel Supporten habe ich. Also die Webszene. Die Jungs kennen mich halt. Weißt. Schönen Gruß an Kurtz Blow übrigens. Also, Fundament des deutschen Straßenrap ist ja AZAD. Okay. Und wie gesagt, wir machen weiter. Azaz hat die Tür aufgemacht, wir machen sie wieder zu, so mäßig so. Okay. Der hat Staffellauf, der hat die Staffel so weiter an uns gegeben, dies, das, wir zersingen alles. Räubersprache, damit die anderen es auch nicht verstehen. Okay. Das ist so unser Style mäßig. Und das verpacken wir halt im Rap. Also urbaner Lebensstil. Urbaner Lebensstil in Räubersprache. Ja, urban ist gegen uns ein Flugzeug, so Untergrund sind wir, Alter. Ihr wart ja auch so ein bisschen, sage ich mal, so in dieser kriminellen Szene auch unterwegs. Kann das sein? Okay. Ganz normal, wie jeder andere Otto-Normalverbraucher. Okay. Also ich mische mich da nicht von anderen absondern oder so. Okay. Ich bin Durchschnittsbürger. Durchschnittsbürger. Ist jetzt nicht, dass wir jetzt Wochenende in eine Bank laufen oder so, anzeigen oder so. Ist normal, dass man die kriegt. Ja. Gehört dazu zum Leben. Man hält sich sozusagen einfach nur über Wasser. Das ist genau. Die Sache. Okay. Da passiert es halt mal, dass man mit dem Staat in Konfrontation kommt oder so. Aber ansonsten versuchen wir auch, den Ball flach zu halten. Kein Bock auf Knast oder so ein Scheiß. Ja. Würde meine Eltern traurig machen. Soll auch so bleiben. Jetzt haben wir ein neues Ventil, auch eine neue Möglichkeit durch diese Musik. Ja, gut. Ein bisschen die Tasche zu füllen, wenn es klappt, wäre gut. Achtet ihr auch darauf, was ihr den Kids deswegen sagt? So? Selbstverständlich. Auf jeden Fall. Es muss auch pädagogisch wertvoll sein. Okay. Wo das Tape soll jetzt keinen animieren, so zu sein.
Das ist einfach für die Leute, die schon so sind. Gut. Fertig. Und wie gesagt, wir müssen auch den Kids vermitteln. Wichtig, geht zur Schule. Nicht, dass die Leute sagen, ey, der dumme Kanak, der dumme Ausländer, macht was, Jungs, Mädels, Abi, macht auch gute Ausbildung, Studium. Alles, was geht, versucht alles. Lasst euch nicht bremsen. Sonst endet ihr noch wie wir. Guck mal, keine Schule, kein nix. Chelo hat wenigstens Abi gemacht. Ich hab auch Abi gemacht, zum Beispiel. Sarajevo, Istanbul, Amsterdam, es geht um Kupola, Tijara, Handel, Tamam, ja, hast du das verstanden? Zwei Immigranten bleibt im eigenen Land. Und Vorurteile sind ja auch sehr groß. So Ausländer, ah, das ist ein Ausländer, der will, ah, Frauen kommen, ah, der will mir Handtasche klauen. Ja. So, so Sachen halt, weißt du, das muss halt sein. Wundert ihr euch darüber, dass es diese Vorurteile gibt, jetzt so nach 30 Jahren, wo die eigentlich drauf klagen? Ja, ich bin noch hier geboren. Ja, ich habe keinen deutschen Pass, was soll ich dir sagen, weißt du? Okay. Und an mir liegt es nicht, weißt du. Also du hast schon beantragt, sozusagen. So mäßig, aber das, die Sache ist die, die machen auch, wenn du ein bisschen da Faxen gemacht hast, machen die dann auch. Aber nee, nee. Wo ich hier geboren bin, wo soll ich hin? Soll ich nach Bosnien? Soll ich da S-Bahn fahren, zur Arbeit gehen und sowas? Tschö. Was meinst du, womit hängt das zusammen, so dass dieses Bild... Ja, weil ich sag mal, es gibt viele ausländische Bürger, die einfach behindert sind. Keine Ahnung, was mit den Leuten los ist, die immer so behinderten Charakter haben, behindert sind. Dann ist es normal, wenn ein Mensch schlechte Erfahrungen gesammelt hat und in 9 von 10 Fällen war es Ausländer, dass er den 11. Ausländer auch unsympathisch findet, obwohl es Abdi AKA ist, der sympathischste Mensch der Welt ist. Okay. Im Endeffekt ist es aber so, sobald... Bei mir ist es halt so, ich habe eine sehr markante Fresse und so. Sieht so aus wie so ein Marok-Crack-Dealer und so. Und sobald ich aber mit einem Menschen rede, weiß er Bescheid, okay, falsch eingeschätzt und so. Ich bin's Abdi AKA, Frankfurt ist Nordafrika, Dixon, Chelsea, Maria, Chicken, Egg und Kavia, Chicken, Egg, Coca-Cola, ich mach gute Laune klar, Bomben, Chicken, Bazooka, so wie es lange nicht mehr war. Ich vergesse nicht, wo ich war, wo ich jetzt bin und so. Und ich werde 180% geben, auf diesem Weg zu bleiben, dass ich keine kriminellen Sachen mehr machen muss, dass ich legal mein Geld verdienen kann. Dann hole ich mir einen Benz und kann auch die Anlage aufdrehen. Weil wenn man einen Benz holt mit Drogengeld, Musik aus, immer Paranoia, Rückspiegel, Bullen. Alle, wenn du legal einen Benz fährst, Bruder, kannst du Mucke aufdrehen, kannst machen, was du willst. Das ist mein Ziel, alle. Vater Staat, du Nuttensohn. Ich mach's legal, alle. Zahl dann Steuern und so und dann ist alles cool, kannst du auch die Mucke aufdrehen. Habt ihr denn auch selber... Ist es so bewusst so, dass ihr sagt, Vater Staat, also der Staat, der versucht uns... Natürlich bewusst. Immerhin kriegen wir es ja am eigenen Leibe ab. Okay. Ich will jetzt nicht sagen, wir werden unterdrückt direkt, aber... Es gibt auch, aber wie gesagt, gibt es auch nicht jetzt so die Gerechtigkeit, wie es sein sollte. Ganz genau. Einigkeit, Recht und Freiheit, schön und gut, aber... Aber nur, wenn du in der Loge sitzt. Ja, in der Loge sitzt, ganz genau. Al-Qaida auf der Kutte, Regime findet und Chatkutte, Hünel-Uber ist eine Schuppe, wenn ich an der Tür aufgucke. Es wird dich nicht zu lachen, meine Jungs ziehen Knöpfen, Rücken groß, was willst du machen, Tilo, haut dir auf die Backen. Was habt ihr vor jetzt in der Zukunft? Ihr sagt, ihr seid auf 180, es gibt, erzählt doch mal kurz. Ja, wir machen jetzt, diesen Sommer kommt ein Street-Tape raus. Okay. Das wird exklusiv von M3 Neut produziert. Komplett. Das ganze, okay. Das ganze Album. Genau. Also coole Jungs auf jeden Fall. Unser Jano Haft wird dabei sein. Okay. Ansonsten werden es keine großen Features geben, weil wir haben jetzt Mietwagen-Tape. Haben wir so viele Features gemacht, ist schon fast ein Sampler sozusagen. Deswegen wollen wir uns diesmal fokussieren. Okay. Also eher wir beide alleine nehmen unseren Abi Jim Haft noch mit rein. Und eventuell können wir euch noch irgendeine Überraschung dann mitbringen. Okay. Habt ihr schon einen Namen oder für das? Ja, wir haben da was gucken schon, aber wir wollen jetzt nicht offiziell. Erst wenn alles unter Druck durch und ist. Genau, haltet euch auf dem Laufenden, Bildzeitung und so wird schon drinstehen. Ja. Gut, das war's mit dem Interview. Ich gebe euch. In Le Figaro wird es auch stehen, vielleicht mal sehen. Wo sind die Hände, Abo? Wo sind die Hände? Beide Hände! Pädagoge aus der Metropole ab, die AKA, sagt auf jeden Fall, Jungs, kifft nicht, raucht keine Kippen, geht Sport machen, geht trainieren. Mädchen ein bisschen ist in Ordnung, nicht zu viel, Mädchen, nicht verlieben. Sehr wichtig. Verliebt euch aber nicht. Nicht verlieben. Frauen brechen gerne die Herzen, habe ich bei anderen Freunden mitbekommen. Ich liebe nur Geld, aber auf jeden Fall, macht keine Scheiße, Jungs, glaubt mir, macht was aus eurem Leben. Eure Eltern werden stolz auf euch sein. Super, dass ich nicht, ich hab genug da. Wenn wir die Kuba im Hotel,
auf dem Drum weg. Am nächsten Morgen nicht mehr kennen. Das ist Leif auf Elektrobeat. Ich schau auch auf Techno-Beat. Von der Welt in die Echo-Lied. Backwoods Beat, Netzwerk Chief. Check es, wie sein VIP. Sein wieder Beat, sein wieder Beat. Exklusiv aus Rap-Musik. Echt gemacht und Fans-Gesie. Hamburg, einmal ein Knall, Hamburg, 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 komm einmal die Reihe durch. Hamburg, bis später.